Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem kleinen, naja, Let's Show würde ich mal sagen. Und zwar spielen wir Star Wars Battlefront, allerdings leider nur die Beta. Aber ist ja scheißegal, ich bin tierischer Battlefield, Battlefront Fan, Star Wars, ja, es geht. Aber auf jeden Fall, Battlefront fand ich auf der PS2 damals schon richtig geil und deswegen freue ich mich gerade drauf, dass ich das jetzt endlich machen kann. Und ja, ich will auch gar nicht lange rumreden, sondern wir gehen jetzt gleich rein. Ja, das sind die Beta-Agreements, das wollen wir natürlich jetzt nicht alles sehen. Welcome to Star Wars Beta, dadadada. So, was wir wissen ist, also beziehungsweise was ich weiß ist, es gibt in der Beta nicht so viele Sachen, die wir jetzt schon machen können. Level 5 ist auch die Obergrenze, also viel können wir jetzt echt nicht machen. Ich schalte jetzt mal die Lautstärke ein bisschen runter. Ich weiß nicht genau. So, ich weiß nämlich nicht genau, wie weit es ist. So, ich habe im Moment Kopfhörer auf. So, ich möchte nämlich für mich auch den Sound haben, weil der Sound ist eigentlich richtig geil an dem Spiel. Und deswegen möchte ich den auch richtig schön haben. So, gut. Was wollte ich noch sagen und nicht lügen? Natürlich. Ja. In der Beta, was mich freut, ist, man hat mehrere Spielmodi. Man hat im Multiplayer ein paar Spielmodi. Hier Drop Zone, Walker Assault. Leider sind die anderen noch nicht da. Beziehungsweise noch nicht verfügbar. Aber Walker Assault ist im Prinzip sowas in die Richtung wie bei Battlefield Rush. Außer, dass halt riesige AT-ATs laufen und man muss die halt versuchen zu zerstören oder zu beschützen, damit die ihr Ziel erreichen. Drop Zone ist ein bisschen kleiner und dabei handelt es sich darum, dass zwei Teams quasi wie eine Mini-Version von Eroberung haben und dort dann quasi mehrere Ziele verteidigen müssen und halten müssen. Was mich allerdings viel mehr auch interessiert, sind die Missions. Und zwar gibt es da zum Beispiel das Survival, die anderen Sachen hier sind leider noch nicht da. Aber hier gibt es das Survival, das ist im Prinzip, könnte man sagen, wie bei Black Ops der Zombie-Mode. Nur, dass man halt Rebelle spielt und es kommen immer stärkere, naja, immer stärkere Truppen von Gegnern an. Das gibt es, glaube ich, auch auf der Seite der, ja, das müsste es, glaube ich, auch auf der Seite des Imperiums geben, dass man sich gegen Rebellen verteidigen muss. Aber ich glaube, wir haben jetzt leider nur Tatooine und da ist man definitiv, ein Rebell. So, aber wir wollen natürlich jetzt keinen Rebellen-Dings kriegen, sondern wir starten jetzt gleich mal in eine Runde rein. Hier, Walker Assault, gehen wir gleich mal rein. Oder machen wir Drop Zone? Walker Assault, glaube ich, hat schon jeder gesehen. Die Beta ist ja seit gestern schon auf dem PC draußen. Also seit vorgestern, weil ich lade das Video erst morgen hoch und so weiter und so fort. Egal, genug gelabert. Ich bin so aufgeregt. Tut mir leid. Ich bin einfach... Wir spielen jetzt mal eine Runde Drop Zone. Habe ich so weit noch nie gemacht. Ich weiß nicht genau, was uns erwarten wird. Ich habe nur gehört, es ist so, dass nach Skills man eingeteilt wird in einem Server. Das heißt also, es werden hoffentlich andere Noobs dabei sein, weil ich muss mich erstmal an das Spiel gewöhnen. Vor allem an die Tatsache, dass man nicht nachladen muss. Das Spiel läuft auf der PlayStation mit durchgehend 60 FPS im Moment und 900 Frames, also 900 Pixel. Ist aber, glaube ich, für die meisten jetzt unrelevant oder vielleicht ist es ja für die meisten sogar relevant, aber egal. Was? Match Starting, Unlocks, Moment. Unlocks. Ah ja, was? Ja, Earn Credits, okay. Start Cards. Ah, okay, hier sind sowas wie Perks. Alles klar. Und hier sind die Waffen. Aber, wie ihr seht, ich habe leider keine Waffen zur Verfügung. Die hier hätte ich gern, die sieht so schön aus wie das MG42. Ja. Egal. Wir können auch noch nicht anpassen und so. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach hier hinein. Drop Zone. Activate the escape pod to start claiming it. Okay, defend the escape pod while it is being claimed. The side that claims the most escape pod wins. Achso, okay. Also wir müssen diese Rettungsraumschiffe da
oder Rettungskapseln, besser gesagt, müssen wir verteidigen. Und da drin sind dann Sachen für unser Team. So, und wir gehen jetzt auch gleich rein. Die sind wahrscheinlich eh schon alle am Starten, wie man hier sieht. Ich habe auch nur den Blaster und ich habe auch sonst nichts in der Hand. Also würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu unserem Kollegen hier rein. Und uiuiui. Aber es... Wow. Wow. Okay, ich bin jetzt erstmal kurz ein bisschen baff, weil ich im Moment... Shit. Oh, fuck. Ja, toll, meine Batterie ist fast leer. Okay, daran muss ich mich erst gewöhnen. Also, das ist, vom Gefühl her ist es schon mal recht nice. Also, es fühlt sich gut an, das Spiel. Das muss ich zugeben. Okay. Also, jetzt kam gerade... Aua. Ah! Scheiße, was ist das? Alter, hier gibt's sogar Säuregruben. Okay. Ich weiß nicht, ob es hier jetzt auch schon Schiffe gibt oder so. Vielleicht machen wir das mal in einer anderen Runde. Aber wir gehen jetzt definitiv erstmal dorthin. Ich muss mal gerade gucken, wie die Steuerung geht. Okay, Nahkampf gibt's auch. Alter, was geht? Alter. Alter! Wow. Ich bin gerade so schlecht einfach. Wie gesagt, ich muss mich erstmal echt dran gewöhnen. Yeah! Unser erster Kill. Au, fuck. Yeah! Wieder einen erwischt. Scheiße! Und da hat mich der nächste erwischt. Hä? War das jetzt unser eigener? Nee. Wir starten jetzt bei unserer Partnerin. Gutes. Wer hat mich da erwischt? Wie gesagt, man muss sich die Maps erst ein bisschen... Scheiße. Das war nicht so gut. Hä? Wo kommt das her? Ja. Ah, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Das ist gar nicht so easy. Also, dafür, dass man nicht nachladen muss, ist es schon schwierig, weil die Waffen überhitzen. Das heißt, man kann nicht Dauerfeuer machen, man muss wirklich sehr, sehr präzise zielen, weil die Hitboxen sehr, sehr klein sind. So, wie funktioniert das? Das funktioniert einfach so. Ha! Shit! Jetzt wäre ich schon wieder beinahe in die Säure rein. So, jetzt müssen wir uns erstmal gucken, wo sind denn die... Alter! Das gibt's nicht! Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob wir noch andere Waffen haben oder nicht. Oha, oha. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Also wir haben anscheinend keine andere Waffen. Auf 4 kam jetzt auch nichts. Oh, ich kann in Third Person wechseln. Oder was war das jetzt? Ach so, das sind so Emote-Sachen. Okay, alles klar. Ich glaube, jetzt geht's zur Sache. Das gibt's nicht. Ich weiß nicht, ob ich bin, aber auf jeden Fall ist es nicht so leicht, wie ich gedacht hätte. Kann man denn die Kamera nicht wechseln? Ich dachte, man könnte auch irgendwie so ein Third Person spielen. Das würde ich gerne mal zeigen. Wow, kann man hochspringen. Wie war ich? War gerade... Oh, was ist das? Nichts anscheinend. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben das Ding eingenommen. Okay, im Moment steht's... 2 zu 1. Newport ist incoming. Oh, der ist direkt bei mir. Perfekt. Wir sind direkt hier. Das heißt, wir können das Ding gleich mal... Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt, wir haben das. So, und jetzt heißt... Wow, 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 wow. Also ich glaube, die kommen von da. Ich bin mir nicht sicher. Shit, ich glaube, die sind über mir. Ja. Die Feinde sind gerade über mir. Was sind das für Dinge? Ich glaube, das sind so Pickups oder so. Ich bin mir nicht sicher. Okay, hier oben ist keiner mehr. Anscheinend nicht. So, jetzt versuchen wir mal. Oh.
versuche wirklich gerade ein bisschen mich zu konzentrieren. Deswegen, moderieren ist nicht so leicht, wenn man die ganze Zeit unter Feuer steht. Von wo? Willst du mich verarschen? Ey, wir haben Rang 2 erreicht. Das ist schon mal sehr geil. Ich starte jetzt einfach mal bei unserem... Ja, okay, unser Partner ist gerade tot. Man kann also auch... Man kann Squads bilden. Squads bilden. Ich glaube, bis zu... ich glaube, bis zu 8 Leuten, wenn ich mich recht erinnere. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, okay. Das heißt, wir sind jetzt gerade dabei, das einzelne... Oh, shit. Ah, fuck. Also, es ist wirklich nicht easy. Vielleicht tun sie auch noch das Balancing später ein bisschen anpassen, weil im Moment kommt es mir ein bisschen komisch vor. Weil manche halt sehr viel aushalten und manche sehr wenig, aber so vom Gefühl her ist schon mal sehr, sehr geil. Jawohl. Ah. Naja, ein Kill Assist ist immerhin etwas. Es geht ja darum, dass... Ups. Ah, hinter dir. Der kann mich leider nicht hören. Glaube ich zumindest. Wie gesagt, ich würde eigentlich auch viel lieber als Imperialer spielen, aber hey. Man macht, was man macht, ne? Ich finde es halt geil, was im Hintergrund hier so abgeht. Also man kann auch wieder spotten anscheinend. Ah. Shit. Also ich glaube, mit L1 kann man Gegner spotten. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es mal ausprobieren, wenn ich mal wieder einen sehe. Mit Betonung auf wenn. Ja, yeah, einen erwischt. Ah, fuck. Man merkt schon, also bei der geht's recht schnell hier. Also das ist wirklich... Da hast du Glück, wenn du mal einen killst oder zwei. Also zwei, drei hintereinander, das wird schwierig. Also eine Killstreak quasi hier aufbauen, Killstreak, ist nicht gerade easy. Ich will jetzt auch zu dem Pot und gucken, dass wir den hier verteidigen können irgendwie. Ist halt nur ein bisschen schwierig gerade. Ich nicht genau weiß, woher die Gegner kommen. Ich weiß nicht, wie das hier mit den Spawn Points ist oder nicht. Aber wir haben eh gleich gewonnen, glaube ich. Erste Runde gleich ein Sieg, das ist schön. Vielleicht gehe ich auch mit der positiven KV raus. Ich glaube es nicht. Wo sind denn die Gegner? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Die kommen bestimmt... Da kommen sie. Da war gerade einer. Irgendwo da vorne war gerade einer. Ich weiß, ist gerade ein bisschen langweilig. Komm. Natürlich. Hey, wir haben gewonnen. Und, ach du Scheiße. 4 zu 13. Das ist mal eine Negativ-KV. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Aber hey. Oh cool, es werden auch anscheinend die meist geehrten Spieler dann nochmal gezeigt. Und wir haben Rang 2 erreicht. Was haben wir freigeschaltet? Oder irgendwas müssen wir ja freischalten, glaube ich. Okay, wir kriegen noch ein bisschen Credits. Oh, das rappelt aber. Also punktetechnisch ist okay. Wie viel gibt's? Oh, ah, okay, geteilt durch 1000, alles klar. Thanks for playing Star Wars. Ja, ich würde sagen, das war die erste Runde. Das war jetzt schon mal Pod Defending. Und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir werden, also ich werde die anderen Spielmodi natürlich auch noch testen. Und ich werde, glaube ich, mit dem WAG werden wir mal den Survival-Modus testen. Die Beta geht bis zum 10. Also jeder, der eine Playstation hat und auf Star Wars steht und auf Battlefield und auf Battlefront steht oder auf irgendeins von denen, ladet es euch runter. Spielt selber eine Runde. Es ist einen Blick wert, auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir dann wahrscheinlich mal eine Runde Walker Assault spielen. Also, macht's